Film, aber auch Serienfans, herzlich willkommen zu einer neuen Kritik hier auf diesem Kanal. Und jetzt nach über 3,5 Wochen Sommerpause wird es mal wieder Zeit, dass es hier weitergeht mit neuen Videos. Und den Anfang machen wir mit der Kritik zur allerersten Staffel von The Mist, der Nebel. Ja, Stephen King erlebt ja mittlerweile ein recht großes Revival im Kino, aber auch im TV oder auch im Heimkinobereich. Wobei man natürlich ganz klar sagen kann, ist das, was bis jetzt rauskam, von relativ schwankender Qualität war und nicht jeder zu 100%, nicht mal zu 10% mit dem zufrieden war, was da letzten Endes adaptiert worden ist. Es gilt sicherlich vor allem für Der dunkle Turm, wo dann doch die Meinungen eher oder weniger in eine ganz negative Richtung gehen. Ich muss sagen, ich habe mir das komplett gespart, mir überhaupt mich näher überhaupt damit zu befassen, während andere sich schon ordentlich den Mund fusselig geredet haben. Und schon vor Monaten wurde ja der erste Trailer zu der TV-Serie, zu Der Nebel veröffentlicht. Und ich muss sagen, ich war dann doch recht angetan von dem Szenario, obwohl ich mir auch ganz klar gedacht habe, was kann man jetzt daran noch neu machen, ja, sagen wir es mal so. Aber die Macher selber haben einen Weg gefunden, das Ganze etwas anders anzugehen, obwohl die Themen an sich irgendwo schon im Kinofilm von Frank Darabont 2007 angesprochen worden sind. Und ja, mittlerweile sind ja Serienadaptionen von bekannten Filmen oder kompletten Franchises ja ziemlich en vogue. Ich sag nur Rush Hour, Lethal Weapon oder auch Fargo, wobei Fargo oder auch Hannibal mitunter die besten Kritiken bekommen haben. Vor allem, da die Macher sich dort nicht nur aufs Wesentliche konzentriert haben, nein, sie haben versucht, auch dem Ganzen dann doch ein paar neue Ideen zu geben und das Ganze kreativ anzugehen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, dass man sicherlich aus Der Nebel ein bisschen mehr machen kann als nur diese übliche Monstershow. Für all diejenigen, die hier auch eine klassisch geartete Monstershow erwarten mit lauter Kreaturen, die H.P. Lovecraft mäßig angehaucht sind, wie die großen Alten oder sonst was und durch ein Dimensionsportal kommen, aufgrund dieses Project Arrowhead, was es hier auch gibt, die werden sehr enttäuscht sein. Denn im Grunde genommen gibt es hier eigentlich keine Monster. Vor allem nicht an sich in physischer Form, sagen wir es mal so. Das größte Monster hier in Der Nebel ist der Mensch. Und hier wird die ganze menschliche Palette vor allem an negativen Gefühlen angesprochen. Und hier geht es mehr oder weniger um die Familie Copeland, die in Bridgeville in Maine lebt. Familienvater Kevin ist ein recht erfolgreicher Autor, unter anderem von Kinderbüchern. Seine Frau Eve ist Lehrerin an der örtlichen Highschool, wird allerdings schon am Anfang der ersten Folge gefeuert, da es ein sehr moralisches Zerwürfnis gibt. Und dann haben wir natürlich noch deren sehr zerbrechlich wirkende Tochter, Alex, die sich etwas in den Highschool Star Quarterback Jay verguckt hat. Allerdings ist das vor allem der Mutter Eve ein ziemlicher Dorn im Auge. Und dann ist natürlich auch noch Alex' bester Freund Adrian, der auch irgendwie etwas gegen diese Verbindung hat. Dann haben wir natürlich noch den örtlichen Sheriff Heisel und eine ältere Dame aus der Nachbarschaft, Mrs. Raven. Und das sind sozusagen die Hauptfiguren, mit denen wir uns im Laufe der 10 Folgen beschäftigen. Und ja, Der Nebel selber tritt natürlich in klassischer Weise auf. Er braucht eine Weile, bis er die Stadt mehr oder weniger eingehüllt hat. Also, aber es ist so dieses klassische Setting-Szenario, wie wir es aus dem Kinofilm kennen. Diese unwirtliche, undurchsichtige Bedrohung. Niemand weiß, was eigentlich Der Nebel ist, für was er eigentlich steht und woher er kommt. Ob das einfach nur so ein Naturphänomen ist, was auch öfters in der ersten Staffel angesprochen wird, dieser schwarze Frühling, oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Und wir wissen natürlich ganz klar, das Militär hat seine Finger mit im Spiel. Allerdings gibt es zumindest eine Flashback-Sequenz, die auf etwas ganz anderes hindeutet, als so ein übliches Dimensionsportal, was geöffnet worden ist. Vielleicht mehr oder weniger eine neue biologische Waffe, die einfach durch die Gedanken, durch die negativen Gefühle der Menschen erschaffen worden ist und sich mehr oder weniger in eine Art Nebel materialisiert hat. Denn das Interessante ist halt, dass der Nebel auf einige Figuren ganz anders reagiert, nämlich gar nicht, in keinster Art und Weise, während andere einen recht schrecklichen Tod finden, zuvor mit Halluzinationen und Illusionen quasi geködert werden und dieses Etwas, der Nebel selber, der sich von seinen Opfern ernährt, ihnen erst das Leben aus dem Leib saugt, um ihn dann am Ende des Tages auch noch das komplette Fleisch von den Knochen zu nagen. Das sieht man natürlich vor allem in Form von einigen sehr übel zugerichteten Leichen. Und trotz, dass hier dann doch einige CGI-Effekte ganz klar Verwendung fanden, gibt es hier dennoch noch einige wirklich gut gemachte Make-up-Effekte, die allerdings aufgrund der Verwendung von einigen CGI-Effekten dann auch nicht so sonderlich gut aussehen teilweise. Aber es gibt ja immerhin einige recht kreative und nette Ideen, um bestimmte Nebenfiguren um die Ecke zu bringen,
Vor allem ein Moment, der sehr symbollastig ist, wenn einem jungen Mann quasi aus dem Rücken nicht zwei Engelsflügel, sondern zwei Mottenflügel quasi wachsen. Und mehr oder weniger eine der Hauptfiguren der Handlung selber das sozusagen als Hinweis sieht, dass man jetzt quasi die Zügel in die Hand nehmen muss, um die Gesetzlichkeiten selber, vor allem die Gesetze der Natur hier vielleicht mit einzubringen, um all das, was der Mensch zuvor aufgebaut hat, vielleicht komplett fallen zu lassen und eine neue Weltordnung auszurufen. Und hier geht es natürlich um Lügen, um Intrigen, es geht um falsche Beschuldigungen, es geht um Zerwürfnisse, es geht darum, dass diese Kleinstadt-Idylle immer mehr demontiert wird. Und das sieht man vor allem an der Familie Copeland, wo ich zumindest am Anfang schon das Gefühl hatte, dass da einiges im Argen liegt und dass mit dieser Familie eigentlich nicht mehr so viel stimmt und man mehr oder weniger so auf der Zielgeraden ist, sich komplett irgendwo zu trennen, zersprengt zu sein. Und das zeigt natürlich die Serie ganz klar, wenn der Familienvater Kevin von seiner Frau und seiner Tochter dann mehr oder weniger getrennt ist und sich einem Grüppchen anschließt, was auch aus einem Soldaten besteht, der unter Gedächtnisverlust leidet und einer drogenabhängigen Kleinstkriminellen, die in die Stadt allerdings gekommen ist, da sie dann mehr oder weniger auch aus Beweggründen der Vergangenheit halber natürlich ganz klar dorthin kommen musste, um etwas zu klären. Und es sind immer so diese inneren Konflikte, diese inneren Dämonen, die einige Figuren haben und die dann selber für sich alleine diese Kämpfe ausführen müssen, um natürlich mehr oder weniger die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und das ist natürlich ganz klar das, von dem sich mehr oder weniger primär der Nebel ernährt, von all diesen negativen Schwingungen und Impulsen selber, die viele Figuren geben. Und dann natürlich haben wir ganz klar dieses Shopping-Mall-Setting, was halt dieses etwas größere Setting ist, vor allem wenn man an dieses Kaufer-Szenario aus dem Kinofilm denkt, genauso. Und wir haben ja auch eine Miss Carmody. Nur leider ist es oder die gute Mrs. Raven, die von Frances Conroy doch sehr interessant dargestellt wird, teilweise relativ naiv wirken, diese ältere Dame, die aufgrund eines Verlustes schon am Anfang der Staffel mehr oder weniger so den Bezug zu all den Menschen um sich herum verliert und mehr oder weniger den Weg der Natur geht. Aber es ist natürlich fraglich, wie das letzten Endes aufgelöst wird. Und das Ganze wird natürlich immer wieder garniert mit wirklich einigen recht kleinen, fiesen Spitzen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und da wir es schon seit Jahren gewohnt sind, dass viele der TV-Serien heutzutage etwas zeigefreudiger sind, natürlich gibt es auch einige recht blutige Szenen zu sehen, aber nicht allzu viele. Aber die Make-up-Effekte, die hier Tony Gardner beigesteuert hat, der auch an Clive Barkers Nightbreed oder auch an Seed of Chucky mitgearbeitet hat, können sich wirklich sehen lassen. Vor allem diese eine Szene, als diesem jungen Mann mehr oder weniger diese Mottenflügel aus dem Rücken rausbrechen. Obwohl natürlich auch viel mit CGI gearbeitet worden ist, ist man dort doch recht kreativ gewesen. Auf der anderen Seite muss ich eigentlich sagen, dass der Horroranteil hier geringer ausgefallen ist, als ich mir eigentlich gedacht habe. Und dass vor allem das Drama viel mehr im Raum steht. Vor allem das menschliche Drama. Und das alles natürlich seinen Höhepunkt in der finalen 10. Folge findet, wo natürlich noch ziemlich auf die Tränendrüse gedrückt wird und wo einige Figuren, ob es jetzt Haupt- oder Nebenfiguren sind, ganz klar für sich entscheiden müssen, welchen Weg sie jetzt gehen, nachdem sie mehr oder weniger alles, fast alles hinter sich gelassen haben und mehr oder weniger so auch auf Absolution warten, auf eine Erlösung, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne und was vielleicht noch mehr dahinter steckt. Denn das, was eigentlich der Nebel ist an sich, das bleibt natürlich bis zum Ende undurchsichtig. Es gibt zum Schluss natürlich noch eine kurze Szene, die vielleicht darauf hindeutet, was es mit dem Nebel auf sich zu tun hätte. Und natürlich ganz klar mit dem Militär und diesem sogenannten Project Arrowhead. Das wird sicherlich noch einen weitaus größeren Platz einnehmen in der zweiten Staffel. Aber ich muss sagen, bis jetzt hat mir die erste Staffel sehr gut gefallen und sie hat auf jeden Fall Appetit und Lust auf mehr gemacht. Denn vor allem, da man hier versucht hat, dieses Szenario selber oder die Vorlage von King gänzlich anders anzugehen. Wirklich, vor allem, da das Ganze in einer fiktiven Stadt spielt, da man eigentlich komplett andere Charaktere nimmt. Wir haben zwar unsere Miss Carmody, sicherlich manch einer mag sich an die wirklich grandiose Performance von Marcia Gay Harden aus dem Frank Darabont Kinofilm erinnern. Miss Carmody war die absolute menschliche Antagonistin dort. Wir haben zwar eine Miss Carmody, aber dann kommt dieser Wink mit dem Zaunfall, der dann zeigt, nee, wir brauchen keine Miss Carmody. Wir gehen einen komplett anderen Weg. Wir haben zwar diese Grundlage, wir haben zumindest dieses Material, was King damals geschrieben hat, aber wir machen was komplett anderes. Und zwar machen wir eine Serie, die auf diese klassische Monstershow komplett verzichtet, was natürlich vielen nicht gefallen dürfte, aber sicherlich ist das auch mehr oder weniger dem Budget an sich geschuldet, was
diese Staffel zur Verfügung hatte. Vor allem, da ich sagen muss, ist das größte Manko für mich ein Schauplatz überhaupt in der Serie war, und zwar dieser Krankenhausschauplatz, der mehr oder weniger ganz klar zeigt, dass die Leute dort auch immer mehr in den Wahnsinn abdriften und dass dort finalerweise eine auch sehr zerrüttete Beziehung zwischen zwei Brüdern finalerweise aufgelöst wird, wobei die relativ sprunghaft und wie aus dem Nichts für mich kam und ich eigentlich da für mich gar nichts anfangen konnte, weil dieser Charakter so teilweise so unnahbar und wirklich so unsympathisch war. Und das dürfte sicherlich vielen auch nicht gefallen, da vor allem viele Figuren hier eine sehr negative Entwicklung durchmachen und einige Figuren von Anfang an schon sehr negativ und auch sehr unsympathisch gezeichnet worden sind. Aber ich muss sagen, die Darsteller selber haben doch wirklich richtig guten Job hinlegen und die Serie zu großen Teilen auch wirklich sehr dialoggetrieben ist und teilweise manchmal nichts passiert, dann passieren natürlich diese üblichen Klischee-Szenen, diese Verdächtigungen und dann mehr oder weniger, der findet das heraus, dass derjenige den Mist gebaut hat und dann muss man den mehr oder weniger über den Jordan schicken und das ist so dieser klassische Drama-Aufbau. Aber ich muss sagen, das ist an sich nicht verkehrt und dennoch hat es irgendwie, muss ich sagen, Spaß gemacht und in vielen Szenen wirklich gefunzt. Und auch die Themenbereiche, die natürlich ganz klar die Serie aufgreift, diese Extremsituationen, in der sich wirklich die verbliebenen, überlebenden Bewohner von Bridgeville befinden. Und das, muss ich sagen, macht schon einen großen Reiz aus, dieses Setting an sich, dieses undurchsichtige und natürlich auch ein paar vereinzelte, recht gruselige Szenen, die man hier auch noch mit eingebaut hat. Und sicherlich kann man daraus noch mehr machen. Es ist halt nur die Frage, wie viel Material die Macher noch in der Hinterhand haben für weitere Staffeln. Also ich würde mal davon ausgehen, dass sicherlich der größte, wichtigste Hauptstrang mehr oder weniger in der zweiten Staffel dann aufgearbeitet und aufgegriffen wird und sicherlich dann auch sicherlich bis zu einem bestimmten Grad auch eine Auflösung findet. Aber darüber hinaus ist es natürlich noch wichtiger, wie sich vermeintliche Antagonisten, die am Ende noch übrig bleiben und auch die Sympathieträger an sich, mit denen der Zuschauer sicherlich am meisten empfinden kann, vor allem mit dem Familienvater Kevin, der mir doch, trotz dass er auch einige Sachen macht, die durchaus fragwürdig sind und andere, wo er wirklich nur aus Rache getrieben ist, sicherlich mitunter einer der herzigsten Charaktere ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für seine sehr zerbrechlich wirkende Tochter Alex, wobei dann am Ende auch noch ein finaler Storytwist im Raum steht, der sicherlich auch vielleicht ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, aber der dann noch deutlich gepasst hat, um nochmal die Emotionen richtig schön hochkochen zu lassen. Und insgesamt bekommt daher die erste Staffel von The Mist, der Nebel von mir, gute 7 von 10 Punkte, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Nur für diejenigen, die wirklich so eine klassische Monster-Horrorshow erwarten, wie schon aus dem Darabont-Kinofilm, die dürften hier sicherlich sehr enttäuscht sein und sollten eher sicherlich einen großen Bogen machen oder vielleicht mal kurz mal rein testen, ob diese Serie überhaupt was für sie ist. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die erste Staffel von Der Nebel schon gesehen habt, wie sie euch gefallen hat, ob ihr euch vielleicht die Serie überhaupt anschauen wollt nach dieser Kritik und all eure Gedanken an sich zu dem, was im Moment so um Stephen King wieder so rumgeht, dass im Moment wirklich wieder so viel rauskommt an Serien, Miniserien, natürlich auch an Kinofilmen, was auch teilweise relativ zwiespältig angesehen wird. Könnt ihr mir all eure Gedanken in die Kommentare posten. Ich hoffe, euch hat diese Kritik zu der ersten Staffel von The Mist, der Nebel, gefallen. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.